So, wie voriges Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder zur Halloween-Zeit ein paar Halloween-Eier öffnen. Und was hier drinnen steckt, das sehen wir gleich nach dem Intro. Hallo, so, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel wir doch von den Twistheads hierbei rauskriegen. Wir haben hier 10 Ü-Eier und die werden wir jetzt mal hier alle nach und nach öffnen. So, wir machen das erste Ei auf und es ist, ja, es ist kein Twistheads, es ist, oder es sind Blaybaits, diese hier, ich baue die mal schnell zusammen, tja, so sehen sie aus. Wenn sie zusammengebaut sind. Hier packen wir mal hier hin. Wir nehmen das zweite Ei und schauen hier mal rein. Es klappert nicht und wir haben ja aus der Serie Natoons oder Cartoons, wie auch immer, den weißen Tiger da oben. Den Löwen hatte ich ja schon und ich sollte meinen, den Berglöwen auch schon. So. So sieht das kleine Kätzchen aus. Ja, nicht schlecht. Gut, wir machen das nächste Ei auf. Und wir haben, ja, wieder ein Twistheads und wieder zum 5. oder 6. Mal ein und denselben. Also den habe ich jetzt schon so oft. Ich habe von den 4 Stück gerade mal 2 verschiedene und insgesamt 7 oder 8 Twistheads. So, und hier haben wir, yay! Gott sei Dank, hier haben wir endlich mal seit langem einen dritten. So, ich habe jetzt den gelben. Ich habe unzählige Male den und ich habe einmal den grünen hier. So. Das ist doch schon mal was. Zack, der kommt hier hin. So. Dann machen wir noch ein Ei auf. Und wir schauen mal. Aha. Wir haben wieder von Natoons oder Cartoons, wie auch immer man das aussprechen oder wie es nun heißt. Die einen streiten sich, das würde Cartoons heißen, die anderen sagen nein, Natoons. Ich bin der Meinung, es heißt Natoons. Andere sind der Meinung, es heißt Cartoons. So, und hier sind diese 2 süßen kleinen Tierchen. Ach, der Kleine hängt hier
bei der Mutter fest, den kann man gar nicht abmachen. Der ist fest dran, sehe ich gerade. Oder auch nicht, aber ich will es nicht kaputt machen, weil dafür sind sie ganz einfach zu schade. So, machen wir das nächste Ei auf. Und ja, es klappert, es ist auch wieder was zum Zusammenbauen. Ja, und zwar ist es auch aus dieser neuen Reihe. Da gibt es so von GoMove so Fingerroller. Hatte ich jetzt auch schon ein paar. Ich baue den mal kurz zusammen hier. So. So sieht das gute Stück aus. Gut, nächste Ei. Schauen wir mal, was da drin sein könnte. Ja, es klappert überhaupt nicht. Ja, es ist ein eingepacktes Tierchen. Auch aus dieser Tierserie. Hatte ich ja letztes Mal auch schon wieder so ein Tierchen dabei, nur in rosa, glaube ich. Gut, weiter geht's. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Eier genommen, die beim Schütteln nicht klappern. Jo, und wieder ein Twist Heads, wieder ein gelber. Ja, somit fehlt mir nur noch der schwarze eigentlich. Und ich hoffe doch sehr, dass ich den auch noch bekommen werde. So. Ja, hier haben wir wieder diese Beyblades. Ja, aber um das Ganze jetzt hier nicht noch weiter in die Länge zu treten, ich baue es jetzt erstmal nicht auf. Wir kümmern uns um das nächste Ei. Und es ist ja so eine Wasserpistole wieder, wie beim letzten Mal auch. Da hatte ich hier diese rote, jetzt habe ich eine grüne. Die wird auch schnell zusammengebaut. Das geht eigentlich ganz einfach. Das sind hier so ein paar Teile. Zack. 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 Und dann wird angesaugt das Wasser. Und dann kann man hier so das rausspritzen. Kommt denn hier vorne raus. Ja, wer es braucht. Ich brauche es nicht. So. Und das vorletzte Ei für heute und es ist ja wieder mal der allbekannte Twist Heads und das letzte Ei. Jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich noch mal eine Serie holen oder brauche ich es nicht mehr? Ja, was sagt ihr dazu? Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nein, Spaß beiseite. Wir machen das jetzt hier auf. Und ja, es ist nicht nur dieser hellbraune, sondern wahrscheinlich auch der gelbe, der ziemlich oft in diesen Eiern vorkommt. Gut, also ich werde wahrscheinlich noch ein paar Eier holen müssen, um diese Serie voll zu bekommen. Ihr könnt erstmal, wenn ihr wollt, noch so lange dranbleiben, weil ich zeige euch jetzt diese Figuren
Vielleicht packe ich auch von den anderen hier, die finde ich auch ganz gut, packe ich auch noch ein paar mit drauf auf den Drehteller, mal schauen. Wenn ihr euch die noch angucken wollt, die Figuren, bleibt dran. Ansonsten sage ich jetzt erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.